Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne und willkommen zurück zum Ausblick hier auf dem Seekrautskanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und wir wollen euch jetzt so ein bisschen einen Ausblick auf dem Testserver geben, was sich mit dem Update 088 verändern wird. Und natürlich gibt es noch weitere Informationen und damit will ich erstmal anfangen. Und zwar mit der Änderung am Schlachtschiff Ohio. Das T10 Schlachtschiff, was für Forschungspunkte in World of Warships verfügbar sein wird, wann genau weiß man nicht. Aber ihr habt sicherlich mitbekommen, wenn ihr uns hier in der letzten Zeit verfolgt habt, dass da die Nachladezeit der Hauptgeschütze verändert wurde. Und zwar von 26 auf 30 Sekunden. Und jetzt hat man das getestet und hat gesagt, okay, das war jetzt doch ein bisschen zu viel. Jetzt wird das wieder verändert und zwar von 30 runter auf 27,5 Sekunden. Das heißt, ihr könnt möglicherweise bei diesem Schlachtschiff demnächst 4 Türme A2 Rohre A457mm alle 27,5 Sekunden nachladen. Das ist eine super Testnachricht, die ich euch da jetzt auch gerade noch eingeblendet habe. Und das ist erstmal das, was ich von den Werten her sagen kann. Jetzt gibt es ein bisschen was für das Auge. Und das hier ist der neue Hafen in World of Warships. Nämlich, das nennt sich dann Designerbüro. Und da haben wir dann hier in der Mitte eben das Schiff, was ihr euch auswählt. Und das kann man sich so ein bisschen auf dem Schreibtisch angucken. Ist eine ganz nette Geschichte. Also ich persönlich finde das Ding super gelungen. Ja, hier kann man auch sehr cool meiner Meinung nach erklären bestimmte Sachen am Schiff und wenn man, also das könnte durchaus sein, dass ich mal eine Schiffseinweisung von diesem Schreibtisch ausmache oder wer weiß, vielleicht auch öfter. Hier kann man richtig gut ringsrum gehen, finde ich einfach geil, also gerade wenn es halt um die Schiffseinweisung geht zum Beispiel, wenn man da ein paar Sachen auseinander nimmt, dann hat man so ein bisschen das Gefühl hier im Büro zu sitzen und die Sache eben zu erklären. Dann gibt es natürlich auch ein anderes Containerschiff, also da, wo ihr die Container abruft, das ist jetzt hier so ein Holzmodell. Hier laufen die Leute nicht wirklich rum, sondern stehen als Figuren da. Auch, ja, schön atmosphärisch, passt hier einfach sehr cool rein, wie ich persönlich finde. Und ja, das ist schon mal die erste Neuerung, die mit diesem Jubiläums-Update sozusagen kommt. Das soll ja dann der Geburtstag von World of Warships sein. Es wird eine Menge interessante Aktionen geben. Wir können uns gleich die nächste Sache mal angucken. Es gibt wieder Direktiven und auch wieder 1 bis 4. Und wenn wir die vierte Direktive mal anschauen, dann seht ihr hier, gibt es einen Container für den Premium-Schiff der Stufe 6. Jetzt nicht schon den Jubel ausbrechen. Ich möchte euch das nur zeigen, dass da wahrscheinlich etwas Größeres drauf zukommt. Nicht, dass es tatsächlich ein T6 Premium-Schiff im Container geben wird. Wer weiß, was er tatsächlich wird, das wissen wir nicht. Sondern ich möchte euch nur zeigen, weil das war in der Variante bis jetzt noch nicht so auf dem Testserver. Ich vermute, dass es halt zum Geburtstag halt durch die Direktiven wirklich was Nettes geben wird. Ob das jetzt ein Schiff ist, keine Ahnung. Aber ja, das sind eben die Sachen. Viel kann man hier sowieso nicht reininterpretieren, ja, wie das jetzt mit den Schadensgrenzen aussieht und so weiter. Ich vermute, die werden sowieso nochmal deutlich nach oben geschraubt, diese Schadensgeschichten. Aber ihr könnt hier halt einiges, zumindest auf dem Testserver, an Zufallscontainer und so weiter bekommen. Ja, muss man dann sehen, wie das auf dem Live-Server dann tatsächlich umgesetzt wird. Und das ist der Hafen, die Philippinen. Da gibt es das neue Beleuchtungsmodell. Und ihr seht es hier schon, ich habe die Yamato hier mal in den Hafen gestellt. Hier vorne ist hell, da hinten ist dunkel. Und es ist tatsächlich so, dass sich die Wolken über den Himmel bewegen und dadurch Schatten auf dem Wasser, respektive auch auf eurem Schiff, generieren. Ich will jetzt mal gucken, dass das hier nochmal ein bisschen zu erkennen ist. Ich hoffe, dass da vielleicht gleich nochmal eine Wolke kommt, weil man sieht das wirklich schön über das Schiff ziehen. Das ist einer der neuen Effekte, die jetzt in World of Warships reinkommen. Jetzt sieht man gerade, jetzt ist hier vorne richtig schattig geworden. Ja, das ganze Schiff leuchtet viel weniger. Er hat ein richtig neues Beleuchtungsmodell, das erstmal jetzt im Hafen Philippinen funktioniert und auf 5 Karten, die ich euch jetzt nacheinander zeigen möchte. Und jetzt wird es wieder hell. So, und da sind wir auf der Karte Ozean. Ich bleibe jetzt hier extra mal stehen, aber ich möchte euch einfach mal diesen Eindruck zeigen. Ich persönlich bin richtig hin und weg davon, auch wenn das hier nur eine Grafik ist. Aber das hier ist jetzt Ozean. Seht ihr die verschiedenen hellen Flecken hier in diesem Bereich? Und die verschiedene Wellenform so ein bisschen? Jetzt hier auch Glanz und Reflexion auf dem Wasser. Das war vorher auch nicht so in der Art verfügbar. Und
Ja, also ehrlich gesagt bin ich richtig angetan davon. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen Schubrakete, denn auch die ganzen Sounds für die Kaliber, für den Motorensound, für das Wassergeplätscher vorne am Bug und so weiter, hat sich komplett verändert. Hier das dense Beleuchtungssystem auf der Karte wurde überarbeitet. Wie gesagt, es sind nur 5 Karten aktuell, die überarbeitet wurden, unter anderem eben Ozean. Und ich glaube auch Norden ist mit dabei, Inseln ist mit dabei, Polar. Und eine Karte habe ich jetzt wahrscheinlich gerade unterschlagen. Aber ja, wird man ja dann in den Patchnotes in unserem Deep Talk nochmal drauf eingehen. Ich kann euch nur sagen, da könnt ihr euch echt auf was freuen. Seht ihr ja richtig, ne? Der helle Bereich, jetzt fährt man in den dunklen Bereich so ein bisschen rein. Ich hoffe, dass das Video das einigermaßen wiedergibt. Ja, dieses neue Beleuchtungs- und Farbsystem. Macht wirklich... ja, die Immersion noch mal ein bisschen perfekter. Seht ihr hier, wie der Schatten hier auf dem Wasser sich bewegt? Das sind Wolken, die dann auf dem Wasser jetzt dargestellt werden. Ist richtig, richtig cool. Da sehen Sie, da schwimmen die oder fliegen die so ein bisschen weg, die Wolken quasi von mir. Ja, und da kommt hier so ein schwarzer Fleck an. Jetzt bin ich gerade mitten im Sonnenlicht, also relativ gut beleuchtet. Also ist schon heftig. Auch das Horn hat sich verändert. Habe ich den Eindruck. Und jetzt sind wir auf der Karte Neuer Morgen. Und hier habt ihr so eine Art Webcam-Perspektive vom großen Berg. Da ziehen die Wolken über das Wasser. Sehr, sehr cool. Atmosphärisch echt krass. Und da wechseln wir nochmal die Karte zur Verwerfungslinie. Diesmal mit dem Flugzeug. Auch der Motorenanlasser-Sound hat sich verändert, konnte man eben schon wahrnehmen. Und die schwarzen Flecken, die ihr hier seht, das sind nicht etwa Untiefen im Wasser, sondern das sind die Wolken, die sich auf dem Wasser, quasi die Wolkenschatten, die sich auf dem Wasser bewegen. Also das ist aus der Luftperspektive nochmal ein bisschen anders wahrzunehmen oder intensiver wahrzunehmen. Einmal Raketensound und ich lasse euch jetzt gleich mal einen Moment alleine, einfach damit ihr diese Atmosphäre mal so ein bisschen genießen könnt. Und achtet mal darauf, die schwarzen Flecken bewegen sich halt, ne? Also die sind jetzt nicht dauerhaft und wieder festgenagelt, sondern bewegen sich über die Karte. Und verändern sich auch, wie ihr seht. Einfach cool, wie ich persönlich finde, dass halt wirklich manche Inseln dann im Sonnenlicht sind und wenn sie im Schatten sind, sind sie halt dunkler. Das hat natürlich auch eine taktische Auswirkung oder kann eine taktische Auswirkung haben, wenn man eben nicht mit vollen Overlay arbeitet, sodass man alles immer angezeigt bekommt. Dann kann das auf jeden Fall mal dazu führen, dass wenn man eine graue Tarnung hat, eher mal noch nicht erkannt wird. Das ist sehr... interessant, sage ich jetzt mal. Gut, wer arbeitet nicht mit dem vollen Overlay, aber ja, ich finde es einfach nur cool, dass das jetzt halt irgendwie auch noch eine Rolle spielt. Jetzt sind wir auf der Karte Norden, was dann auch die letzte Karte sein wird. Gibt noch eine weitere Polar, aber die spare ich jetzt einfach aus, weil am Ende ist es halt die gleiche Funktion. Ihr seht es halt, dass das wirklich stark skaliert mit dem Wetter, was ihr habt, ja. Hier ist es jetzt ein bisschen grauer, da fallen die Schatten nicht so stark auf. Die Insel ganz hinten ist wieder sehr, sehr hell. Die Insel hier vorne ist fast schon schwarz oder dunkel auf jeden Fall. Achtet mal auf die Reflexion auf dem Flugzeug, wenn wir jetzt hier gleich über den Berg kommen. Die Stadt hier ist richtig hell und jetzt gibt es eben hier die Wolken, ja, die dann immer wieder unterflogen werden und dadurch Schatten auf die Flugzeuge kommen. Ja, und das ist es eigentlich schon. Jetzt sind wir zurück im Hafen. Ich habe den Flugzeugträger hier nochmal reingestellt. Auch da kann ich euch jetzt gleich nochmal besser vielleicht die Schattenbildung sehen. Hier geht sie gerade ab. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, dass ihr so einen kleinen Vorausblick bekommen habt auf Update 088. Und wenn euch gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Ein Abo würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream hier auf dem Kanal. Haut rein, euer Seekraut-Team, euer Andi.